Namaste, Namaste, herzlich willkommen, liebe Freunde, Sonntag, 8. September 2024. Ein kleiner Teaser, weil wir haben ja Salontag, Sonntag auf Rumble, unseren Salonbeitrag aufgeschaltet. Bitte guckt euch das auch an und das ist eigentlich nur ein Hinweis, aber den wir natürlich schon etwas füllen möchten. Wir, das ist Georg, immer wieder schön, wenn Kommentare zu Georg kommen. Ja, ein bisschen Naivität und Kindlichkeit muss doch sein in diesen dunklen Strubenzeiten, die die Welt letzten Endes erfährt. Ja, wir haben ja gestern auch über die Schlinge der Zensur berichtet, die sich mehr und mehr zusammenzieht. Und letzte Woche traf es auch den Tagi, den Schweizer Tagesanzeiger. Vorsorglich ließ ein ETH-Professor die Publikation eines Berichtes gerichtlich verbieten. Dieser Bericht hat ihm in 8 Fällen Vorwürfe wegen nicht konformen Verhaltens vorgeworfen. Der Tagi hat die gerichtliche Verfügung murrend, aber doch akzeptiert, wenn natürlich gegen das Schreibverbot völlig richtigerweise und berechtigt opponiert wird. Dann hat sich ein Medienprofessor namens Urs Sachser eingeschaltet, bei SRF sogar. Er steht ja, wenn man ihn hört, für die absolute Meinungsfreiheit ein und er hat das Bedenken geäußert, dass wenn das Urteil gegen den Tagesanzeiger Geschichte oder Präzedenzstatus erreichen würde, dass dann viele Journalisten aus Angst vor juristischer Verfolgung nicht mehr schreiben würden. Also im Prinzip eine Mini-Assange-Geschichte, die man aber einfach immer wieder gerade noch in einer Restdemokratie erwähnen muss. Das ist sicher eine verständliche Meinung von Professor Sachser, aber er hat trotzdem dann, und das ist eben der Wendekreis der Heuchler, er hat dann ein superprovisorisches Schreibverbot gegen die Weltwoche erwirkt im Falle der Richterin Simon Napolz. Da hat auch Kollege Dani Stricker darüber berichtet. Simon Napolz ist die Richterin, die im Einsatz war gegen Milan Krijanek. Und Milan, das ging um meine Corona-Maßnahmen vergehen. Und er hat, Milan Krijanek hat ein Aufnahmegerät liegen lassen, währenddem er raus musste, als sich die Richterin und die Protokollführerin Pipapo berieten. Und was diese Richterin Simon Napolz da geäußert hat, ist sehr, sehr schwierig. Und die Weltwoche darf jetzt auch nicht mehr darüber berichten. Also ihr seht, wir haben gestern von Ermotti berichtet, der Inside-Paradeplatz kann man nicht mehr aufrufen, diese Seite, wenn man bei der UBS arbeitet. Es ist nicht nur the big world von X und Telegram und Rumble und so weiter, sondern eben dieser Ungeist, man kann es nicht ahnen, dieser zersetzende Ungeist der freien Meinungsäußerung ist eben auch bei uns sogar in der Jurisdiktion angekommen. Und das macht mindestens so viele Sorgen, wie wenn das Pavel Durov betrifft. Natürlich eine Verhaftung ist und eine Kaution von 5 Millionen Euro, das ist schon auch nochmals eine andere Größenordnung. Nun aber der Tagi, der da jetzt natürlich beschnupft ist, völlig verständlich und dafür einsteht, dass sie das schreiben dürfen gegen diesen ETH-Professor. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Geschichte nicht, aber ist auch nicht der Punkt. Der ist eben auch komplett inkonsequent, wie die ganze Tamedia-Gruppe einfach sehr viel Geld verdient. Supino hat dafür über 100 Journalisten entlassen, damit die Familie Konix und noch mehr Geld verdient. Aber sie verdienen nicht Geld mit den Zeitungen, sondern mit ihren Plattformen. Als dann am Wochenende in Brasilien auch ein durchgeknallter Bundesrichter namens Alexandre de Moraes 21 Millionen Usern in Brasilien den Zugang zur Plattform X gesperrt hat,
zeigte sich genau dieser Tagesanzeiger begeistert und titelte, Zitat, Brasilien traut sich was. Zitat Ende. Elon Musk und seine Konzerne seien in Brasilien ein großes Problem, kommentierte Korrespondent Christoph Gurk, vielleicht von einer Gurke abstammend, das weiß ich nicht. Das X-Verbot sei, Zitat, keine Schikane und keine Zensur, sondern gutes Recht. Zitat Ende. Also Gurk, ja, das muss Nomen est omen sein. Es gehe darum, das Volk vor den Fake News und Hasskampagnen gegen die linke Lula-Regierung zu schützen. Nun, wie die Twitter-Files von Matt Taibbi offenbarten, hatten eben diese Richter während des Wahlkampfes 2022 die Anhänger von Jair Bolsonaro systematisch auf allen sozialen Medien mit geheimen Verfügungen sperren lassen. Das Lager des rechtskräftig wegen Korruption Verurteilten und wegen einer Formalität oder eines formalen Fehlers wieder entverurteilten Lula konnte sich dagegen so gut wie alles erlauben. Mit drakonischen Strafen brachte de Moraes alles zum Schweigen, Entschuldigung, nicht alles, alle zum Schweigen, die gegen die Wahlmanipulationen protestierten. Mittlerweile geht in Brasilien selbst der mediale Mainstream auf Distanz zu diesem unsäglichen Scharfrichter. Anfang August machte Folha de São Paulo Chats publik, die zeigen, wie de Moraes seine Crew aufforderte, die Opposition mit kreativer Rechtsauslegung auszuschalten und lahmzulegen. Naja, also das kennen wir natürlich bestens in den letzten 4 Jahren, auch von der Corona-Krise her. Und aber der Tagi feiert das ab, dass jetzt dort X entfernt ist, um Lula ja nicht zu gefährden. Übrigens ein Lula, der unter anderem eingeführt hat, dass alleinerziehende brasilianische Mütter, und da gibt es nicht wenige davon beim Habitus und beim Verhalten, das brasilianische Männer zeigen, dass die nur noch soziale Unterstützung bekommen, wenn sie ihre Kinder gegen C19 impfen lassen. Das ist dieser großartige Lula. Ich komme schon zum Schluss. Es gibt so ein Schreibkollektiv, das heißt Zero Hedge und fingiert oder schreibt oder firmiert unter dem Namen Tyler Durden. Wir hatten auch schon Dinge, das ist ein Pseudonym, oder? Und wird natürlich als pro-russisch und Trump-freundlich beschrieben, diese Plattform, oder? Und die beschreiben, dass auch Elon Musk sich Sorgen machen sollte. Er hat ja geschrieben, Elon Musk, nach der Verhaftung von Durov, er hat geschrieben auf X, Zitat, «Es ist das Jahr 2030 in Europa und du wirst hingerichtet, weil du ein Mem geliked hast», Zitat Ende. Und Zero Hedge schreibt, kein anderer als der Deep State Handlungsreisende Alexander Windmann, das ist, macht klar, wer das wahre Ziel ist. Der in der Ukraine geborene Windmann, Wiener Stauz, gilt als Experte für politisch-militärische Operationen im Ausland und war Chef für europäische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten der USA. Auf X äußerte sich dieser Windmann wie folgt, Zitat, während Durov die französische Staatsangehörigkeit innehat und wegen Verletzung französischen Rechts verhaftet wurde, hat das weitere Implikationen für andere soziale Medien, einschließlich Twitter oder eben X. Es gibt eine, jetzt Achtung, es gibt eine wachsende Intoleranz gegenüber der Verbreitung von Desinformation und üblen Einfluss und einen gesteigerten Appetit hinsichtlich Rechenschaft. Musk sollte auch nervös sein. Zitat Ende. Und er hat ja verlauten lassen, Elon Musk, dass er sich tatsächlich in Zukunft seine Destinationen etwas genauer anschauen wird. Übrigens, jemand hat noch kommentiert, dass Pavel Durov saudi-arabische Staatsbürgerschaft hätte. Das ist mir nicht bekannt.
die Meinung, dass das so sein könnte, ist logisch, weil Saudi-Arabien hat ja einen großen Auftrag von Flugzeugen, Militärflugzeugen in Frankreich storniert, aber das ist mehr aus Solidarität zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, vielleicht auch zu Abu Dhabi. Und die Staatsbürgerschaft hat er von meines Wissens Frankreich, Vereinigte Arabische Emirate. Russland weiß ich nicht, ob sie die aberkannt haben. Könnte sein, muss aber nicht. Und St. Kitts and Nevis, das ist in der Karibik. Von dort hat er die Staatsbürgerschaft, aber nicht von Saudi-Arabien, meines Wissens. Und was ja interessant ist, und definitiv zum Schluss gekommen, dieser Pavel Durov, der wurde ja im Westen, wurde der ja abgefeiert, weil er es geschafft hat, mit seiner Crew, seiner Technik, vielleicht auch seinem großen Wissen, die Meinungszensur von Putin quasi zu umgehen mit Telegram. Sodass auch russische Bürger ihre Meinung äußern konnten. Jetzt, wo Telegram das Gleiche im Westen machen, ist er für viele im Westen eben wieder ein Scherge von Russland. Und interessant ist, dass sich aber jetzt wiederum Russland Sorgen macht und verurteilt, dass man Pavel Durov verhaftet hat. Also darum der Titel dieses Videos, der Wendehals, oder der Wendehals, ja, das gibt, die sind Wendehälse, der Wendekreis der Heuchler. Also es ist immer gut, wenn wir uns an verschiedenen Quellen halten, aber das Wichtige ist, dass wir wirklich aufmerksam sind und uns kämpfen für unsere Meinungsfreiheit, für unsere Redefreiheit. Und die wird, und das ist das Beunruhigende, im Kleinen zersetzt, siehe Verfügungen gegen die Weltwoche, siehe Verfügungen gegen den Tagesanzeiger. Und da ist natürlich schon schlimm, wenn dann der Tagesanzeiger, wenn es dann gegen Leute geht, die oder Plattformen, die ihm nicht genehm sind, wie Musk und X, dass sie dann mit einem Typen namens Gurk das Ganze zelebrieren, dass Musk ja nur Ärger macht in Brasilien. Ja, für Lula, diesen tollen Staatspräsidenten. Nun gut, wir beide, wir verabschieden uns, wünschen euch einen wunderbaren Sonntag. Guckt rein auf Rumble, lasst bitte, bitte, bitte ein Abo. Unterstützen wir Chris Pawlowski. Das ist das Wenigste, was wir tun können, dass seine Reichweite überall zunimmt. Er kämpft wirklich auch für die Meinungsfreiheit. Und das ist ein wirklich Mini-Beitrag von euch. Ich höre nicht auf, euch in aller Demut und Höflichkeit darum zu bitten. Mein Name ist Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos. Man sieht sich wahrscheinlich spätestens morgen. Salut zusammen.